Am Bartschik, Eismeerküste, Nordostsibirien. Die nächste Stadt ist 100 Kilometer entfernt. Viel scheint hier nicht zu passieren. Aber unter der Oberfläche, für das bloße Auge unsichtbar, laufen Prozesse ab, die großen Einfluss haben auf das globale Klima. Die Böden in Sibirien sind sogenannte Permafrostböden, die also dauerhaft gefroren sind. Und da ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert in diesen gefrorenen Böden. Und dieser Kohlenstoff kann in Form von CO2 und Methan in die Atmosphäre gelangen. CO2 und Methan sind Treibhausgase und deswegen interessieren wir uns für diese Prozesse. Nun ist es so, dass Sibirien ein sehr großes Gebiet ist und es ist schwierig, dort Messungen zu machen. Deswegen wissen wir noch nicht besonders viel über dieses Gebiet. Naja, direkt mehr oder weniger auf der Route, also auf der Position. Friedemann Räum und Matthias Göckede sind von Forschungsarbeiten in Ambarcik zurückgekehrt. 14 Tage sind sie dort gewesen. 3 Tage haben sie allein für die Reise gebraucht. Die letzten Kilometer bis zur Wetter- und Forschungsstation sind nur auf dem Wasserweg zu bewältigen. In 27 Metern Höhe über dem Tundraboden messen die Forscher CO2 und Methan. Die Instrumente erfassen die Konzentration der Klimagase alle 3 Sekunden, das ganze Jahr hindurch. Die Messungen hier verraten den Forschern, was Hunderte bis Tausende Kilometer weit entfernt passiert. Wir nutzen Wettermodelle, um rauszukriegen, wo Luftmassen, die wir gemessen haben, hergekommen sind. Das heißt also, wir rechnen in der Zeit rückwärts, beginnend am Ort und am Zeitpunkt der Messung, wo eine Luftmasse sich lang bewegt hat. Und damit können wir ausrechnen, wo und wie viel CO2 und Methan in die Luft abgegeben wurde oder vielleicht auch aus der Luft in den Boden abgegeben wurde. Damit das gut funktioniert, müssen sehr viele Messungen gemacht werden. Nicht nur in Ambarcik, sondern an zahlreichen Orten in Tundra und Taiga, wo Klimagase zwischen Luft und Boden ausgetauscht werden. In diesem großen Gebiet sind enorme Mengen Kohlenstoff gespeichert. Dieser Kohlenstoff ist im Moment relativ sicher gespeichert, weil er tiefgefroren ist und somit dem aktiven Klimakreislauf entzogen. Sollte sich die Arktik nun in der Zukunft erwärmen, dann könnte es passieren, dass ein Teil dieses gespeicherten Kohlenstoffs destabilisiert wird und somit wieder in die Atmosphäre oder in das Klimasystem entlassen wird. Und das könnte zu einer enormen Verstärkung der schon erwarteten Klimaerwärmungsprozesse führen. Somit ist es wichtig, genau zu verstehen, wie viel Kohlenstoff freigesetzt werden könnte aus diesen Gebieten. Wie reagieren die Ökosysteme der Arktis, wenn die Temperaturen steigen? Die Forscher wollen zukünftige Entwicklungen und Gefahren für das globale Klima besser verstehen und voraussagen. Mit jedem Trip in die Einsamkeit Ambarciks kommen die Wissenschaftler diesem Ziel ein Stück näher.